Eigentlich hab's ich gefunden, gewissermaßen. Sie haben's doch gekannt. Freilich hab ich's gekannt, die alte Schüttel. Ja, die alte Schüttel. Nein, ich bin doch stutzig geworden, wenn ich's Ihnen sage. Ich lese doch seit 33 Jahren das Elektrische ab, wissen Sie doch. Ich bin erst 28 Jahre da. Ach ja. Also ich lese seit 33 Jahren ab. Und da ist es noch nicht passiert, dass die Schüttel, also die Schüttelmarie, nicht wahr, die da wohnt, nicht da gewesen ist, beziehungsweise nicht aufgemacht hat. Ne? Wenn Sie verstehen, was ich meine. Und da ist es mir natürlich aufgefallen, dass 3 Tage hintereinander bei der alten Schüttel niemand da war, beziehungsweise niemand aufgemacht hat. Ne? Das stimmt doch was nicht, habe ich mir gesagt, sage ich mir. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Und dann haben Sie die alte Schüttel gefunden? Nein, nein. Ich habe nur die Polizei verständigt. Und wie tot? Was, wie tot? Ganz tot, maustot. Das meine ich doch nicht. Aufgehängt oder erschossen? Erschlagen. Jesus, Marantiose. Ach, der? Herr Christian. Herr Doktor. So, Herr Christian. Servus. Olato, bitte. Vom Kopf angewandt, mit dem Kopf nicht am Tisch. Und dann die Schräglage. Und die Tür. Und so, wie es ausschaut, der wird. Der wird. Grundsicherung ist beendet, okay? Sind Sie vom Revier hier? Ja, ja. Ja, ich bin ja hier in der Gegend aufgewachsen. Wir haben früher in der Waisenhausstraße gewohnt. Na, dann haben Sie Frau Schüttel gekannt? Ja, ja. Jeder hat die Frau Schüttel gekannt. Ein altes Fräulein. Ja. Schauen wir uns mal um. Ja. Sie hat immer großen Wert darauf gelegt, dass man Fräulein zu ihr gesagt hat. Sie hat, das hat sie mir übrigens selber mal gesagt, sie hat nie mit einem Mann etwas gehabt. Stellen Sie sich vor, das war sicher nicht immer ganz so einfach. Die Nachkriegszeit, ganz Besatzungstruppen waren hier, Amerikaner, Neger. Von was hat die Frau Schüttel gelebt? Ja, wovon hat sie gelebt? Es war doch eine wohlhabende Familie, der Vater war Bäckermeister. Meine Mutter hat mir viel von ihm erzählt, er muss ein richtiges Original gewesen sein. Er war übrigens der letzte Bürgermeister von Gern, bevor er so gern nach München eingemeindet worden ist. Ja, davon kann sie ja nicht gelebt haben, nicht? Naja, aber das Haus hat doch hier gehört. Und dann vor allen Dingen die Wiesen hinter der Klugstraße, wo jetzt die ganzen Hochhäuser draufstehen. Die haben die beiden Schwestern verkauft, sehr günstig, sagt man. Ach, eine Schwester hat sie auch noch? Ja, ja, die Schüttel Amalie, die wohnt jetzt in der Magdalenenstraße. Die zwei Schwestern haben ja seit mindestens 50 Jahren kein Wort mehr miteinander gesprochen. Das war vielleicht was, wie die Wiesen verkauft haben. Da haben sie miteinander in die Stadt müssen zum Notar. Beinahe hätten sie die Wiesen lieber nicht verkauft. Für wie viel haben sie denn die Wiesen verkauft? 1 Million, sagt man, aber das weiß man natürlich nicht. Wann war das? 64, 64, 65. Einen Beruf hat sie nicht gehabt? Nein. Und sonst hat auch niemand hier im Haus gewohnt? Nein. Die Schwester ist auch unverheiratet? Ja, wenn's die sehen, dann wissen's gleich, dass die unverheiratet ist. Ich wollte mal den Dachboden sehen, ich habe mal einen Fall gehabt. Ja. Naja. Ja, ich danke Ihnen schön. Ja, ja, übrigens, da steht jetzt der Zählerableser vom E-Werk, der hat die Sache gemeldet. Herr mit dem Hut? Ja, genau. Okay. Wiedersehen. Wiedersehen. Grüß Gott. Spürt. Köster, Kriminalpolizei. Also Sie haben die Sache entdeckt? Sozusagen, kann man sagen. Heute? Ja, heute. Gehört Ihnen das Geschäft? Ja. Haben Sie Zigarren? Nein, leider. Ich bin ein Kolonialwarenladen. Naja, es macht ja nichts. Können wir reingehen? Ja, bitte. Jetzt erzählen Sie mal, wie war denn das?
Also mir ist aufgefallen. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass die Schüttel Marie schon mehrere Tage keine Milch mehr geholt hat. Aber gemeldet haben sie es nicht. Naja, wer denkt denn gleich an sowas? Man muss immer auch an sowas denken, heutzutage. Leider. Also, wann hatten die Frau Schüttel zum letzten Mal bei Ihnen eingekauft? Warten Sie, heute haben wir Freitag, am Montag. Oder am Dienstag? Am Dienstag habe ich zum ersten Mal versucht, bei ihr zu läuten. Das heißt, nicht versucht zu läuten. Geläutet habe ich schon. Und die Klingel ist auch gegangen, aber sie hat nicht aufgemacht. Also am Dienstag? Ja, am Dienstag. Tante Rosa! Sei ruhig, wenn der Herr Inspektor spricht. Also am Montag, sagen Sie, hat die Frau Schöttl zuletzt bei Ihnen eingekauft? Am Montag, ja. Die Fräulein Pfarrerskirchen hat gesagt, hat sie am Montag getroffen. Am Friedhof, hat sie gesagt. Lass dir bitte die Adresse von den Herrschaften geben. Sie werden dann als Zeugen vernommen. Na, Hans Josef, als Zeugen? Das tut nicht weh. Du, Tante Rosa. Sei still, wenn der Inspektor spricht. Und wenn Sie wohl noch jemand hören, der die Frau Schüttel gesehen hat, vor kurzem, meine ich, bitte vergessen Sie nicht, das anzugeben. Das kann sehr wichtig sein, ja? Du meine Güte. Sagen Sie mal, Herr Inspektor, ich weiß nicht recht, wie man zu Ihnen sagt. Das ist mir wurscht. Wissen Sie, wann die Leiche ist? Was? Die Beerdigung. Ach so, nein, das ist nicht meine Sache. Wenn der Staatsanwalt die Leiche freigibt. Wiederschauen. Wiederschauen. Da gehen nämlich bestimmt sehr viele Leute mit bei der Leiche. Oh, ganz gern geht mit. Ich bin neugierig, ob die Schwester die anderen Fallen Schüttel auch mitgeht. Wenigstens. Glaube ich nicht. Nachdem sie 50 Jahre miteinander nichts geredet haben. Na, das wäre ja die Höhe. Tante Rosa! Tante Rosa! Sei doch endlich still, wenn der Herr Inspektor spricht. So, jetzt brauche ich mal Ihre Personalien, bitte. Rosa Obermeier. Gestatten. Frank, Dr. Frank, Senatspräsident AD. Köster? Ich glaube, ich sollte... Ich meine, ich bin verpflichtet sozusagen als entfernter Berufskollege, Ihnen etwas mitzuteilen. Ja, bitte. Aber es ist besser, ich bitte Sie in mein Haus. Bitte Sie. Ich darf vorgehen? Bitte. Ich habe hier dieses Haus schon vor vielen Jahren gekauft. Ja. Heutzutage sind die Häuser hier in der Gegend unerschwinglich. Natürlich. Darf ich Sie bitten, mir zu folgen? Bitte. Entschuldigen Sie, wollen Sie mir das Haus zeigen? Sie wollten doch was aussagen. Das gehört dazu, gewissermaßen. Bitte, darf ich vorgehen? Bitte, bitte. Bitte hier herein. Dann sehen Sie das Haus der alten Frau, die ermordet worden ist. Naja, es wird noch mehr Fenster geben, von denen aus man das Haus sehen kann. Ja, aber schräg von oben. Schräg von oben. Ich bitte, das zu beachten. Ja, ich glaube, wir haben jetzt hier oben alles gesehen. Wir könnten eigentlich wieder hinunter ins Wohnzimmer gehen. Mhm. Ich darf vorgehen. Bitte. Wollen Sie bitte ablegen? Nein, danke. Oh, danke. Bitte sehr. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Ja, ich habe, also es ist so, ich bin Senatspräsident AD. Ich hatte viele Jahre ein Strafsenat am Oberlandesgericht. Nun, als Pensionist, Sie dürfen mir das bitte nicht übel nehmen, muss man sich eine Beschäftigung suchen. Das wird Ihnen vielleicht einmal genauso gehen. Sie werden sehen. Wahrscheinlich. Mein Steckenpferd hängt noch mit meinem Beruf zusammen, gewissermaßen. Der Mensch.
Wissen Sie? Ich verstehe nicht ganz. Ja, der Mensch interessiert mich. Das menschliche Verhalten. Sie dürfen mich aber jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin kein Voyeur. Ach so. Ich beobachte. Menschen. Das Verhalten der Menschen. Nachts. Am Montag habe ich zufällig... Aber ich glaube, es ist jetzt besser, wir gehen hinauf. Ja. Bitte. Bitte. Am Montag habe ich von diesem Fenster aus meine menschlichen Beobachtungen gemacht. Weiter links, na, das ist die Lehrerin. Also ich nenne sie einfach so, die Lehrerin. Die badet immer um 7 Uhr abends. Merkwürdige Zeit zum Baden. Weiter links. Am Montag, kurz vor 7 Uhr. Da hat die Lehrerin gebadet. Richtig. Aber aus dem Haus der Ermordeten, es war schon dunkel, selbstverständlich um diese Jahreszeit, kam ein junger Mann aus dem Haus der Ermordeten. Ein junger Mann? Ja, ein junger Mann. Ich habe ihn hier in der Gegend noch nie gesehen. Woher wissen Sie denn, dass es ein junger Mann war? Also, erstens, läuft so nur ein junger Mensch. Und zweitens habe ich sein Gesicht gesehen, wie er... Schauen Sie bitte mal dorthin. Er ist durch den Garten hinaus und nicht vor zur Straße. Und die Laterne dort, die wirft einen Lichtstreifen durch den Garten. Und durch diesen Streifen Licht musste er hindurch. Musste er hindurch. Und da haben Sie sein Gesicht gesehen? Ja. Ziemlich klein... Oh, hochinteressant. Vollbart, Tätowierung auf der linken Hand und ohne Mantel, ja. Sie haben sehr gut beobachtet. Ich bitte Sie, als alter Strafrichter. Na klar. Also am Montag. Montag, kurz vor 7 Uhr. Wer war denn der alte Herr? Ein Senatspräsident AD. Ein Bekannter von Ihnen? Ach wo, das ist ein alter Voyeur, der beobachtet nachts mit dem Fernglas nackte Mädchen. Warum? Wahrscheinlich rentiert sich's in dieser Gegend. Was hat denn das mit der Frau Schöttl zu tun? Er kann ja nicht immer nur ein nacktes Mädchen beobachten, er muss ja mal schwenken von einem Fenster zum anderen. Ah. Und dabei hat er wahrscheinlich den Mörder weglaufen sehen. Morgen. Morgen. Na, wie war's Wochenende? Danke, fabelhaft. Der Obduktionsbefund von der Schöttl. Und? Er wirkt. Tatsache. Ja, ist nicht mehr genau festzustellen. Mindestens 4 Tage tot, wahrscheinlich schon länger. Längstens? Eine Woche. Also sie ist am Freitag gefunden worden, da kommt als Tatsache in Frage. Samstag bis Dienstag davor. Ja. Am Montag hat der Senatspräsident den Mann aus dem Haus laufen sehen. Dann brauchen wir nur noch den Mann. Nur. Ein Raubmord kann es nicht gewesen sein. Wir wissen ja nicht, ob was fehlt. Vielleicht ein Einbrecher, den die alte Frau überrascht hat. Und dann hat er sie... Ist was Besonderes am Obduktionsbefund? Nein. Sind die Fingerspuren schon ausgewertet? Ja, aber nichts. Alle nur von der alten Frau selber. Hast du dir die Akten von der Lokalbaukommission kommen lassen? Die habe ich mir schon selber geholt heute früh. Bis diese schicken, dauert es mindestens 3 Wochen. Das ist ein herrlicher Akt. Schauen Sie mal. Das Baugesuch von 1898. An eine hohe Lokalbaukommission der königlichen Haupt- und Residenzstadt München. Endergefertigte Wilhelm Schöttl, untertänigst De Dato München, den 1. Junius 1899. Und hier das Siegel. Alles mit der Hand geschrieben. Was so ein Haus alles mitmacht. 1919.
Eingabe wegen Anbau eines zusätzlichen Abortes an die Hauptstadt der Räterepublik Bayern. Was so ein Haus alles durchmacht. 1939, das ist schon mit der Maschine geschrieben. Und der Adler, schau mal, Hauptstadt der Bewegung. Gezeichnet? Sie. Na, das kann man nicht lesen. So, das ist der Plan. Also hier muss der Mann, den der Senatspräsident aus dem Haus hat kommen sehen, über den Zaun geklettert sein. Mhm. Hier rüber. Wir fahren jetzt mal raus und guckst du mit dem Brenner den Zaun an, ja? Wer weiß? Und Sie? Ich gehe in die Kirche. In die Kirche? Zum Pfarrer. Wenn der Senatspräsident richtig gesehen hat, muss er da rüber sein. Mhm. Vorsicht, bissiger Hund. Hat die alte Frau überhaupt einen Hund gehabt? Nein. A Katz? Ja, wer bist denn du? Silvia! Silvia, sie kommt sofort her! Du, Gerd, ich glaube, auf dem Schild ist tatsächlich was. Na, freilich habe ich es gekannt. Jeder hat sie gekannt. Wo ist ein Schluck? Ach so, ja. Sie sind ja im Dienst. Da dürfen Sie nichts trinken. Na, so streng ist auch wieder nicht. Ich bin ja nicht bei der Funkstreife. Das ist der geistige Beistand des geistlichen Beistandes. Prost! Prost, Herr Pfarrer. Damit habe ich schon eine Bekehrung erzielt. Kennen Sie vielleicht die Frau von Spiegel? Fabrikantenswitwe, eine Millionärin. 80 Jahre, aber immer noch sehr rüstig. Wie die sich einen Fuß gebrochen hat, da ist sie da drüben gelegen, im Rotkreuzkrankenhaus. Das gehört zu meinem Sprengel. Einmal in der Woche bin ich dort. Wer einen geistlichen Beistand will, der sorgt der Schwester. Und die Schwester schreibt es auf einen Zettel. Und der Zettel kommt in eins von zwei Kasteln. Eins für den evangelischen Amtsbruder und eins für mich. Ja, und da hat die Schwester das Kastel verwechselt und hat die Nummer 331 in mein Kastel geworfen, statt in das evangelische. Auf 331 war die Frau von Spiegel gelegen, evangelischen. Und wie ich da reinkomme, da hat's groß geschaut. Ja, eigentlich hätte ich den Besuch eines Geistlichen meiner Konfession erwartet, hat sie gesagt. Ach so, ach entschuldigen Sie, das muss eine Verwechslung sein. Und in der Verlegenheit habe ich meine Flasche rausgezogen. Gestatten Sie einen kleinen Schluck für Stärkung. Aber bitte, hat sie gesagt. Wollen Sie vielleicht auch einen Schluck, habe ich sie gefragt. Ja, und so hat ein Wort das andere ergeben. Und jetzt ist sie katholisch. Ja, aber nicht nur sie, die ganze Familie. Wollen Sie jetzt einen Schluck? Danke, ich bin schon katholisch. Prost. Prost, Herr Pfarrer. Ja, Sie wollten ja wegen der alten Schöttl-Fragen. Das sind ja zwei, das ja, Wissens. Zwei Schwestern. Ja, wenn ich nur wüsste, wer der Kerl war, der da am Montagabend über den Zaun gestiegen ist. Ja, woher wissen Sie denn das schon? Mein Kaplan hat mir's erzählt. Angeblich ist da ein Verdächtiger gesehen worden. Ja, das stimmt schon. Ich wundere mich nur, dass sich das so schnell rumspricht. Also ich habe die Marie Schöttl das letzte Mal am Sonntag gesehen. Im Hochamt. Wann ist denn das Hochamt? Ja, das sollten Sie eigentlich wissen. Um 9:30. Entschuldigen Sie, Herr Pfarrer. Und da haben Sie sie gesehen? Ja, sie ist ja jeden Sonntag ins Hochamt gegangen, seit ich hier Pfarrer bin. Gut, Herr Pfarrer, das wäre dann alles. Ich danke Ihnen schön. Keine Ursache. Ich werde die arme Seele in mein Gebet einschließen. Die Schöttl? Ja, die auch. Aber vor allem den Kerl, der am Montag über den Zaun gestiegen ist. Der hat es vielleicht noch nötiger. Dass Sie mir ja aber nur um Läuterung beten, Herr Pfarrer, nicht, dass er uns entkommt. Keine Sorge.
Wenn der nicht an das Blechschild hingelangt hätte, wie er über den Zaun gestiegen ist, hätten wir gar nichts. Dabei hat das Fräulein Schöttl gar keinen Hund gehabt, sagst du? Nein, eine Katze. Vorsicht, bissige Katze. Wo ist denn die Katze jetzt? Keine Ahnung. Hier, die Fingerspuren. Sehr schön. Schäufele heißt er. Erwin Schäufele. Ach, man kennt den Herrn. Ja, ziemlich. 2, 4, 6, 7 Vorstrafen. Was? Alles kleine Sachen. Hausfriedensbruch, da hat er mal im Bahnhof geschlafen. Dann noch einmal Hausfriedensbruch mit Widerstand. Da hat er wieder im Bahnhof geschlafen und offenbar um sich geschlagen, wie sie ihn abgeführt haben. Aha. Diebstahl. Na, immerhin. Was hat er denn gestohlen? Ein Fahrrad. Ein Fahrrad? Fahrrad, vormals rot, mit Kette, aber ohne Vorderrad. Wie bitte? Der hat ein Fahrrad mit nur einem Rad gestohlen? Ja, ein Rad. Dann kann es sich aber um keinen sehr genialen Menschen handeln. Sonst hätte er auch nicht an das Blechschild hingelangt. Wo ist denn der Mann? Moment. Zuletzt ist er in Bernau gesessen, 4 Monate Reststrafe, entlassen am 6.2. Wann? Welchem Jahr? 78. 78. Das war doch am Montag vor der Woche. An dem Tag, an dem die alte Schöttl umgebracht worden ist. Entlassungsanschrift? Stuttgart, Entenweg 17, bei der Mutter. Ist er? Schon erledigt. Der Staatsanwalt beantragt gerade den Haftbefehl. An sich untypisch. Den Vorstrafen nach ist das eher ein Penner. Zeig mir das Bild. Naja, Mord. An sich untypisch. Am liebsten würde ich überhaupt nichts sagen. Aber Sie wollen doch, dass der Mord an Ihrer Schwester aufgeklärt wird. Das können Sie aufklären oder auch nicht. Das ist mir gleich. Danke. Wann haben Sie denn Ihre Schwester zum letzten Mal gesehen? Beim Notar. Beim Notar. 1929, wie unser Vater selig gestorben ist. Nein, ich meine, wann Sie Ihre Schwester zum letzten Mal gesehen haben. Ja, ich sag ja, beim Notar. 1929. Sie muss mit dem Notar unter einer Decke gesteckt sein, anders ist das nicht zu erklären. Frau Schöttl. Fräulein. Pardon, Fräulein Schöttl. Sie haben doch Ihre Schwester seit 1929 noch mal gesehen. Gesehen schon, aber nicht angeschaut. Fräulein Schöttl. Und erst recht nicht mit ihr geredet. Die war für mich erledigt, wenn Sie wissen, was ich damit meine. Wann haben Sie Ihre Schwester zum letzten Mal gesehen? Bevor sie es umgebracht haben. Wie lange davor? Na, wann ist denn umgebracht worden? Ja, das wissen wir noch nicht. Wie soll ich dann wissen, wie lange es her ist, dass ich sie gesehen habe? Können Sie sich erinnern, wann Sie Ihre Schwester zum letzten Mal gesehen haben? Montag. Montag. Letzte Woche, das war der 6. Wenn Sie sagen, dann wird es schon so sein. Und wann am Montag? Vormittag um 11:30 in der Böcklinstraße sind wir aneinander vorbeigegangen. Aber ich habe kein Wort zu ihr gesagt. Hat sie zu Ihnen was gesagt? Im Anfang schon, ja, ja. Was? 1929, 1930. Aber im Laufe der Jahre hat sie es aufgegeben, weil ich ihr nie etwas geantwortet habe. Nein, nein, nein. Ob sie am Montagvormittag etwas zu Ihnen gesagt hat? Am Montag? Na? Ich danke Ihnen, Frau Schöttl. Ich weiß schon, wer es war. Wer was war? Der es umgebracht hat. Aber so jemanden wie mich fragt man ja nicht. Ja, ich frage Sie aber doch. Haben Sie irgendeinen Verdacht? Verdacht. Ich sag nichts. Und ich weiß auch nichts. Na gut, danke, Frau Schöttl. Haben Sie meine Schwester schon gefragt, wann sie die Marie zum letzten Mal gesehen hat? Wieso? Ihre Schwester ist doch tot. Ich habe noch eine Schwester. Ach, du. Mit der rede ich auch nichts. Außerdem lebt die in Bamberg. In Bamberg? Wie heißen die? Fanny. Also Franziska. Franziska Rumbuchner, geborene Schöttl. Rumbuchner? Hm? Ist die verheiratet?
Ja, freilich, sonst kannst du ja nicht Rumbuchen heißen. Wo wohnt die, in Bamberg? Das weiß ich nicht, das interessiert mich auch nicht. Naja, das kriegen wir schon raus. Und den Felix. Felix? Wer ist denn das? Der Herr Sohn natürlich. Der Herr Neffe. Ja. Ja, danke schön, Frau Schöne. Wiederschauen. War der Vater schon ein Schlawiner? Dann erst der Sohn. So, bitte. Ja. Er hat den Schäufele gefahren. Welchen Schäufele? Den mit den Fingerabdrücken. Tut sicher. Ja, wieso kennen Sie den denn? Das Bild von dem Mörder war doch in der Zeitung. In der Zeitung? Bitte. Danke. Und von wo haben Sie ihn wohin gefahren? Von Stadelheim. Ach, vom Gefängnis? Freilich. Ach, der ist gleich mit dem Taxi weggefahren. Freilich. Die fahren doch immer mit der Taxi, wenn sie das Entlassungsgeld haben. Und wo hat er sich hinfahren lassen? Ja, zum Malteser natürlich. Wo soll sich denn sonst einer hinfahren lassen, wenn er aus Stadelheim kommt? Ja, ist gut, danke. Bitte. Sie hier, Inspektor, ja. Bitte lesen Sie mal hier den Zettel. Ja, das ist ein Bußgeldbescheid. Ich hab doch jetzt in dieser Mordsache eine gute Aussage gemacht, oder? Es geht, ja. Er könnte da nicht einmal die Polizei so einen Schmarrn, weil ich einen rechts überholt haben soll. Ja, aber dann sind Sie links abgebogen. Ja, wenn das Rindvieh so langsam gefahren ist, könnten da nicht Sie, ich meine, wo ich jetzt doch so eine gute Aussage gemacht habe. Das sind Sie doch hier auf dem falschen Dampfer, das ist doch nicht Ihr Ernst. Nicht mein Ernst? Sie, jetzt sage ich Ihnen, was mein Ernst ist. Und wenn ich einen Massenmörder finde, dann sage ich der Polizei nichts mehr. Ich nicht. Das reinste Freiwild bist du als Taxifahrer. Dass du dich darüber noch aufregst, wundert mich. Aber ich reg mich überhaupt nicht auf. Zeig doch mal hier, von welchem Kollegen ist denn der Artikel überhaupt gezeichnet? Hier, CHM. Kurt Helmut Müller und Kurt mit C sagt eigentlich schon alles. Wer ist denn dieser Mensch? Ein noch sehr junger Kollege. Nicht jeder kann gleich voll ausgereift als gewichtige Persönlichkeit in seinem Beruf anfangen. Ja, wenn der als junger Mann schon so einen Käse schreibt, was wird denn dann erst schreiben, wenn er alt ist? Das ist ein progressiver junger Journalist. Ach, progressiv. Ja, ist das progressiv, wenn einer schreibt, der Mord ihn gern geklärt, der Täter heißt Schäufele. Wieso? Ja, ich habe immer geglaubt, dass man jemanden einen Mörder nennen darf, bevor er nicht verurteilt ist. Und dass gerade Vorsicht in dem Punkt eine progressive Tugend ist. Ja, sicher, sicher. Nur das eine ist Theorie und das andere ist Praxis. Ach, so ist das bei euch. Auch ein progressiver Journalist schreibt lieber etwas, das nicht progressiv ist, als dass er gar nichts schreibt. Also mir ist ja vollkommen gleichgültig, was der schreibt, nur dass das mit der Tatzeit unter die Leute kommt, das passt mir nicht. Tatzeit? Verstehe ich nicht. Ja, das erkläre ich das nächste Mal. Wiedersehen. Grüß deine Frau, Schein, ja. Gerd? Ja? Komm doch mal her. Also hör mal zu. Die Schwester von der Schöttl hat die Ermordete am Sonntagvormittag gesehen. Die Bäckerin erinnert sich, dass die Schöttl am Montag früh bei ihr eingekauft hat. Eine Semmel und eine römische. Und der Pfarrer, der hat sie am Sonntagvormittag in der Messe von der Kanzel aus gesehen. Die Pfarrersköchin, eine Freundin von der Schöttl, hat mit ihr am Sonntagnachmittag im Grünwaldpark über die Mopedfahrer geschimpft, die da verbotenerweise rumfahren. Der Tankwart von der Tankstelle an der Klugstraße hat mit ihr am Montagnachmittag über das Wetter gesprochen. Die Schöttl hat doch kein Auto gehabt. Nein, aber sie ist öfter an der Tankstelle vorbeigegangen. Und der Senatspräsident, der hat sie am Montagvormittag in der Küche romantieren sehen. Durchs Fernglas. Na klar. Komisch ist nur der Briefträger. Der sagt Dienstag. Das ist der Einzige, der behauptet, sie noch am Dienstag früh gesehen zu haben, durchs Fenster. Hat er Post eingeworfen? Die Schöttl hat doch nie Post bekommen. Von wem denn? Zeugenaussagen. Wissen Sie, das ist doch merkwürdig. Wir sind eine Großstadt und doch ist das hier noch ein Dorf. Ja, jeder kennt jeden. Grüß Gott. Grüß Gott. Kriminalpolizei. Grüß Gott. Kriminalpolizei? Ja, ich nehme an, Sie sind Herr Strelitz. Ja. Nee, Sie haben sich als Zeuge gemeldet in dem Mordfall. Die alte Schüttel, ja. Ja. Wann haben Sie... Am Montag.
Woher wissen Sie denn, was ich Sie fragen wollte? Ich habe doch die Polizei alle gefragt. Wann und wer die alte Schüttel zum letzten Mal gesehen hat. Sie sind der Hausmeister von dem Anwesen hier. Ja. Und Sie sind sicher, dass es Montag war? Oder Dienstag? Dienstag? Am Dienstag warst du schon tot. Ja, so genau wissen wir das noch nicht. Aber der Herr Senatspräsident von Nummer 23 hat doch am Montagabend den Mörder aus dem Haus kommen sehen. Hat er Ihnen das erzählt? Ja, in der Zeitung ist gestanden. Und deswegen sind Sie sicher, dass es Montag war? Ja, Montag. Gut. Dankeschön, Herr Schneider. Wiederschauen. Wiederschauen. Gern geschehen. Wenn die Ermittlungen beeinflussen... Wie meinen Sie das jetzt? Das beobachtete Objekt verändert sein Verhalten durch die Tatsache der Beobachtung. Ach, Sie meinen die Zeugen? Ja, das ist die Heisenbergsche Unschärferelation. Kann mich täuschen in der Relation, aber nicht in der Unschärfe. Einen Moment bitte, ja. Ich bin schon nach Hause gehen, Herr Köster. Ja? Aber wir haben ihn. Beziehungsweise die haben ihn. Wer hat wen? Die Stuttgarter den Schäufele. Und ein Straßenbahner hat sich gemeldet, der hat ihn gesehen am Tattag, als er nach Neuhausen fuhr. Ja, ich habe hier ein Protokoll aufgenommen. Ziesenhut heißt der Mann, er wartet nebenan. Ich darf mich jetzt verabschieden, Herr Köster. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Breuer. Gute Nacht, Herr Mann. Gute Nacht. Freuen sich ja gar nicht, dass man den Schäufele hat. Ab 16:30 lässt die Fähigkeit des Beamten, sich zu freuen, nach. Kaffee kochen wird wahrscheinlich auch keiner mehr. Kaum. Das ist schade. Kein Mensch mehr da. Na, du bist doch da. Hm? Guten Abend. Sie sind der Ziesenhut? Jawohl, ja. Bitte behalten Sie doch Platz. Sie haben sich gemeldet, weil Sie... Jawohl, ja. Der Verdächtige ist in Ihrem Straßenbahnwagen der Linie 4 bis zur Haltestelle Waisenhausstraße gefahren und dort haben Sie ihn hinausgeworfen, weil er keinen gültigen Fahrtausweis hat. Jawohl, ja. Bitte aber nicht aus dem fahrenden Wagen, aus dem stehen. Die Haltestelle Waisenhausstraße ist in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Jawohl, ja. Bitte. Und Sie haben den Verdächtigen nach den Bildern einwandfrei erkannt. Jawohl. Tja, das wäre momentan alles, Herr Ziesenhut. Mein Kollege hat Ihnen wahrscheinlich schon gesagt, dass Sie sich eventuell für eine Gegenüberstellung zur Verfügung halten müssen, nicht? Jawohl, ja, bitte. Dann, guten Abend, Herr Ziesenhut. Danke. Ja. Bitte? Danke. Ja, danke. Der Schäufele wird noch heute Nacht nach München überstellt. Das geht aber fix. Ja, die wollen ihn wahrscheinlich loshaben. Haben die was bei ihm gefunden? Ein Taschentuch, ein altes Buch, Herbert Asmodi. Asmodi heißt der Mann. Joker Scala. Was, das liest er? Das ist ein Intellektueller. Sonst was? Geld? Ja, 23 Pfennig. Sonst nichts? Ach doch, ein Uhrenanhänger aus Gold. Ah. Wenn der Schäufel morgen kommt, ich möchte ihn selber vernehmen. Und bestell die Pfarrersköchin herein. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, du weißt schon, wie die heißt. Ja, ja. Das ist die Einzige, die etwas näheren Kontakt zu der Ermordeten gehabt hat. Das ist die Einzige, die uns sagen kann, ob etwas von dem, was der Schäufele bei sich gehabt hat, aus dem Besitz der Toten stammt, ja? Ja. Na, gute Nacht, Gerd. Gute Nacht. Ich hab mir die ganze Sache nichts zum Do. Aber Schäufele heißen Sie schon? Schon. Schäufele schon. Und Sie sind am Montag vergangener Woche von Stadelheim entlassen worden. Logisch. In der Gesessen. Irgendwann wird man ja wohl auch entlassen, oder? Am Montag. Ja, so, kann schon sein. Aber ich hab mir das auch nichts zum Tun. Ich bin gleich nach Stuttgart gefahren. Moment, Moment. Wir haben da die Aussage eines Taxifahrers, der sagt, dass sie nicht nach Stuttgart, sondern zum Malteser gefahren hat. Malteser? Ja, wenn Sie das meinen. Darf ich? Aber klar. Gib mal einen Aschbecher. Ja, ihr habt natürlich zuerst einen kleinen Frühschubber gemacht. Und dann sind Sie nach Stuttgart gefahren? Logisch. Da müssen Sie aber einen kleinen Knopf reingebracht haben. Statt in den Schnellzug nach Stuttgart sind Sie in die Straßenbahnlinie 4 eingestiegen. Wir haben nämlich hier auch noch die Aussage eines Trambahners, der sagt, dass er Sie an der Haltestelle Waisenhausstraße hinausgeworfen hat. Hinausgeworfen? Logisch.
Ich habe in meinem cholerischen, leicht erregten Zustand das öffentliche Verkehrsmittel freiwillig verlassen. Außerdem weiß ich überhaupt nicht, wo die Weiße Straße ist. Aha. Ja, wisst ihr, da bin ich nämlich eigen. Ich bin nämlich sofort in die andere Straßenbahn aus der Gegenrichtung kommend. Also ich habe dem Straßenbahnschaffner gesagt, er soll mich zum Hauptbahnhof fahren das wäre doch auch Ihre Pflicht, den Straßenbahnschaffner zum zu finden. Ja, der sich an der Haltestelle Hauptbahnhof rausgeworfen hat. Logisch. Ja, das glaube ich Ihnen alles, mein Lieber. Nur, zwischen dem Hinauswerfen aus dem ersten Trambahnwagen und dem Wiedereinsteigen in die Gegentrambahn, da hat sich eine Kleinigkeit zugetragen. Da bin ich eigen. Da steht mir nämlich eigentlich eine Rechtsmittelbelehrung zu, gell? Erstens sind Sie gesehen worden, wie Sie aus diesem Haus hinaus sind. Gegen 19 Uhr. Ja, wie mich da gesehen haben. Und zweitens hat man auf einem Blechschild am Zaun Ihre Fingerabdrücke gefunden. Meine Fingerabdrücke? Logisch. Das da haben Sie bei sich gehabt. Die Pfarrersköchin, eine Freundin von der Toten, die hat diesen Uhrenhänger wiedererkannt. Der hat der Toten gehört. Aber umgebracht habe ich sie nicht. Sie war schon tot. Aha. Das hat man selten. Ich will Ihnen alles sagen, wie es war. Dann haben Sie also vorhin nicht die Wahrheit gesagt. Ich habe doch das Entlassungsgeld nicht mehr gehabt. Malteser. Ich bin mit der Straßenbahn gefahren. Wie ich in die Straße reingekommen bin, das weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht. Und als der Straßenbahnschaffner mich noch entlassen hat, also, da habe ich gar nicht gewusst, wo ich bin. Und einen Hunger habe ich gehabt, dass ich vor Durst nicht gewusst habe, wo ich in der Nacht habe schlafen sollen. So ein paar Schnäpsle haltet ja nicht lang vor. Und dann habe ich halt bei verschiedenen Häusern geleitet. Wegen dem Hunger. Es hat niemand aufgemacht. Niemand hat nichts gegeben. Und als ich noch in dem Haus von der Alte gelitten habe und die auch nicht aufgemacht hat, bin ich halt reingegangen. Ist die Tür offen gestanden? Offen gestanden. Geschlossen. Ich bin also in das Fenster reingestiegen. Und da hat die Alte noch gelegen. Direkt gegenüber von dem Fenster die gelegen. Das müsste sie mal erlebt haben, Herr Inspektor. Und da sind Sie auf und davon? Glauben Sie, ich bin so dumm und weiß nicht, dass mir das niemand glaubt, dass die schon tot war? Glauben Sie, das macht mir Spaß, mit so einer Alte da die ganze Nacht zu verbringen? Die war doch schon tot. Mhm. Oder? Und das da? Das habe ich mitlaufen lassen. Aber sonst nichts. Wo war denn das gelegen? So am Boden gelegen. Wissen Sie, was ich Ihnen glaube? Nein. Nicht alles. Bitte. Ich bin weg. Sie sind für mich da, gell? Immer noch. Aber ich nicht für Sie. Komm, sei friedlich. Im Haus der Toten ist eingebrochen worden. Wann? Heute Nacht. Unser Senatspräsident hat es entdeckt. Eingebrochen? Ja. Heute Nacht? Ja. Alle Türen zu, die Fenster auf. Vielleicht hat die Schwester noch einen Schlüssel oder die Pfarrersköchin. Nein, aber ich habe doch mit eigenen Augen gesehen, dass Licht im Haus war. Gestern Abend. Selbstverständlich habe ich auf die Uhr gesehen. 9:11 Uhr. Aber der Einbrecher müsste doch Spuren hinterlassen haben. Dann ist das Licht wieder ausgegangen. Und einige Zeit später habe ich den Mann für kurze Augenblicke im Garten gesehen. Ziemlich klein,
dunkler Vollbart, also genau wie ich Ihnen den Mann beschrieben habe. Also der Täter? Selbstverständlich. Haben die Kollegen vom Einbruch das Haus durchsucht? Es fehlt nichts. Es ist alles so, wie es nach dem Mord war. Herr Dr. Frank, Sie haben ausgezeichnet beobachtet. Ihre Beschreibung passt genau zu dem Mann, der inzwischen gestanden hat, am Tattag im Haus gewesen zu sein. Nur... Nur? Nur war dieser Mann, Schäufele, heißt er, gestern Abend schon in Haft. Ach, ja, ich weiß, ich bin vollkommen Ihrer Meinung. Nichts macht so verdächtig wie ein Alibi. Aber dieses Alibi, wenn er im Gefängnis war... Ach, Sie glauben mir nicht. Wir wissen, dass dieser Schäufele gestern Abend im Gefängnis war. Entweder in Stuttgart oder auf dem Schub hierher. Wenn Sie meiner Dienste noch weiter bedürfen sollten, bitte ich um Nachricht. Guten Tag. Jetzt ist er eingeschnappt. Herr Inspektor, Sie sind noch der Detektiv. Ja, sozusagen. Und ich weiß nämlich was von der alten Fräulein Schüttel. Von der Toten hier? Ja, am Samstag ist die Katz von der Fräulein Schüttel nicht ins Haus gegangen. So, so. Ja, sonst hat die Fräulein Schüttel allweil am Abend der Katz Tür aufgemacht und die Katz ist reingelaufen. Aber am Samstag nicht, am Sonntag nicht. Und am Samstag ist kein Rauch mehr aus dem Kamin vom Haus der Fräulein Schüttel gekommen. Silvia! Komm sofort her! Und wo ist die Katz jetzt? Weiß ich nicht. Ach übrigens, beim Nachlassgericht hat sich ein Herumbuchner gemeldet. Wer ist denn das? Ein Neffe. Von wem? Von der Schöttl. Ach, von der dritten Schwester in Bamberg? Ja. Felix Rumbuchner. Er übt das ehrsame Gewerbe eines reisenden Handelsvertreters aus. Zurzeit ist er allerdings Hilfsarbeiter beim Zirkus. Ja und, weiß der was? Nee. Er hat sich nur gemeldet und nachgefragt, ob ein Testament da ist. Ja, dann ist es uninteressant. Das habe ich mir auch gedacht. Was machen wir mit dem Kind? Was für ein Kind? Das Kind, das die Sache mit der Katze erzählt hat. Ach, die Kleine. Ja, mal sehen. Also dann, bis heute Abend. Wenn Sie mich fragen, das ist verschwendete Zeit, was Sie da heute Abend machen wollen. Wer weiß. Guten Abend, Herr Senatspräsident. Ach, Kommissar, man erinnert sich meiner. Wir bedürfen wieder mal Ihrer Hilfe. Würden Sie uns hier Ihren Hochsitz einräumen? Ja, in der Not offenbar erinnert man sich des ungenauen Beobachters. Kommen Sie bitte rein. Einen Moment, bitte. Damit ich Ihre Studie nicht störe, habe ich mein eigenes Fernglas mitgebracht. Wie viele Polizisten haben Sie postiert? Wie bitte? Wie viele Polizisten Sie postiert haben? 7. Wenig. Viel. Erst haben Sie mir nur 4 genehmigt. Naja, bei dem, was sich heute hier tut, hätten 4 auch genügt. Gestern hätten Sie hier sein sollen. Wenn es eine Polizei gäbe, die immer schon vorher da wäre, dann gäbe es keine Verbrechen. Wie spät war denn das eben? 10 Uhr.
Jetzt. Es muss jemand drin sein. Natürlich. Es geht doch einer mit einer Lampe hin und her. Da, guck. Jetzt musst du doch rauskommen. Gerd, ihr bleibt hier. Na, was ist? Hat sich nichts gerührt. Wir gehen rein. Hände hoch, Polizei! Schneiderpuppe. Was? Also bei einer Schneiderpuppe macht es ja nichts, aber wenn das ein Mensch gewesen wäre, dann hätten sie zu früh geschossen. Aber ich habe doch gesehen, wie er sich bewegt hat. Die Schneiderpuppe. Herr Köster? Ja? Wir haben niemand gefunden. Und aus dem Haus ist auch niemand gekommen? Nein. Ja, dann hat die Schneiderpuppe das Licht an- und ausgemacht. Herr Köster? Ja. Ach du. Also wenn das echt ist. Das ist ja ein Vermögen wert. Brenner, das Kästchen war doch nicht da, als wir nach dem Mord das Haus durchsucht haben. Ganz bestimmt nicht. Das Ding kann doch keiner übersehen haben. Also ich habe mal einen Dieb erlebt, der hat einen Panzerwagen gestohlen. Ich habe auch einen gekannt, der war darauf spezialisiert, dressierte Schäferhunde zu stehlen. Und dann habe ich einen gekannt, der hat Korsettmieder gestohlen, von Größe 42 an aufwärts. Aber ein Einbrecher, der Schmuck bringt. Herr Rumbuchner! Grüß Gott, Köster. Bitte nehmen Sie Platz. Pardon, mein herzliches Beileid. Ach so, wegen der Tante. Ja. Herr Rumbuchner, ich musste Sie herbitten auf Anordnung des Nachlassgerichts. Leider. Wieso denn? Ich war doch dort. Ja, ich weiß. Es ist eine unangenehme Sache für Sie, Herr Rumbuchner. Was denn? Ich verstehe nichts. Es ist noch ein zweites Testament Ihrer Tante gefunden worden. Ein neueres. Aber es war ja sowieso nicht viel vorhanden. Kein Schmuck, kein Bargeld, nur das alte Haus. Ein zweites Testament? Genau. Und wer soll da erben? Die Kirche. Das neuere Testament, dann gilt das ältere nicht mehr. Nein. Ja? Wir müssen sofort was unternehmen. Den Schäufele hat man wieder freigelassen. Ja, ich weiß. Ja, aber... Ja, man muss doch den Schäufele freilassen, wenn der Staatsanwalt den Haftbefehl aufgehoben hat. Der Haftbefehl wurde wieder aufgehoben? Ja, ich kann Ihnen das hier nicht erklären. Fahren Sie doch mit. Wo fahren Sie hin? Ins Haus von der alten Frau Schöttl. Ja, ich komme gleich nach.
Warum ist denn der Haftbefehl aufgehoben worden? Auf Antrag des Staatsanwalts. So eine Flasche. Ich habe dem Staatsanwalt die Anregung gegeben, den Haftbefehl aufheben zu lassen. Jetzt verstehe ich überhaupt gar nichts mehr. Es gibt doch gar keinen Zweifel, dass dieser Schäufele die alte Frau umgebracht hat. Meinen Sie? Sie haben da auch gemeint. Bis gestern. Der Schäufele hat bis Montagvormittag in Stadelheim gesessen. Das ist das einzige Alibi, was sich gelten lässt. Aber die alte Schöttl ist am Montagnachmittag ermordet worden. Meinen Sie? Ja, wir haben doch genau ermittelt, wer sie wann zuletzt gesehen hat. Das sind sehr genaue Zeugenaussagen. Besonders wenn vorher in der Zeitung gestanden hat, was gewesen ist. Kennen Sie die Aussage von dem kleinen Mädchen? Welches Mädchen? Die heißt Silvia. Am Samstag ist die Katze von der Frau nicht mehr ins Haus gelassen worden, was sonst nie vorgekommen ist. Und Sie meinen... Dass sie am Samstag schon tot war. Na ja, dann... Kann's der Schäufele nicht gewesen sein. Rainer, ja? Kommen Sie mal mit, jetzt stelle ich Ihnen mal einen Senatspräsidenten vor. Grüß Gott, Herr Senatspräsident. Hat man Ihnen ausgerichtet? Selbstverständlich, steht zu Ihrer Verfügung. Darf ich Ihnen vorstellen, mein Kollege Brenner? Nein. Oh, Verzeihung. Oh, bitte. Kommen Sie bitte rein. So, Herr Brenner, hier geht's rauf. Ich zeig's Ihnen. Ach, Herr Dr. Frank, ja? Was bedeutet es, wenn ein Einbrecher Schmuck bringt? Das habe ich noch nie gehört. Ja, eben. Der Mann, den Sie beobachtet haben, der hat eine ganze Kassette voll Schmuck gebracht. Ja, das ist mir unerklärlich. Na, einen Grund muss er doch gehabt haben. Ja, hat der Schmuck vielleicht der alten Schöttl gehört? Ja, das haben wir inzwischen ermittelt. Sehr alter Familienschmuck. Aber sie hat noch dazu gekauft. Gute Stücke. Das Ganze hat ungefähr den Wert von 500.000. Eine halbe Million? Ja, die Kassette mit dem Schmuck war immer im Haus, die ganzen Jahre über. Das heißt, der Mörder hat sie mitgenommen. Und dann wiedergebracht? Mit Schmuck im Wert von 500.000. Ja, wer erbt denn das Ganze? Ein Neffe. Namens Rumbuchner. Er hat inzwischen vom Nachlassgericht erfahren, dass er der Erbe ist. Dann hat er den Schmuck ja zurückbringen müssen. Sonst kann er ihn legal nie erben. Und kriegt ja nie eine 500.000, die der Schmuck wert ist. Richtig. Aber warum haben Sie das Haus umstellen lassen? Der kommt doch nicht nochmal. Ich weiß nicht, ob er geglaubt hat, was ich ihm gesagt habe, dass noch ein Testament gefunden worden ist, zugunsten der Kirche. Stimmt das? Keine Spur. Na, wenn er es geglaubt hat, dann wird er den Schmuck wiederholen. Genau. Nur, er scheint irgendwie fliegen zu können. Oder als Dunst durch den Kamin ins Haus zu kommen. Also ich werde dieses Haus nicht eine Sekunde aus den Augen lassen. Danke, schöner Doktor. Wenn es Ihnen zu langweilig wird, können Sie ein bisschen schwenken, damit Ihre Menschenstudie nicht verdammt ist. Bitte, Herr Brenner. Darf ich? Na, ist was? Nein. Der kann heute kommen oder morgen oder nächste Woche. Na, er kommt ja heute. Dass mir niemand durchkommt. So wie wir heute abgesichert haben, müsste er sich schon unsichtbar machen. Moment mal. Name von Schöttl? Wer sind denn Sie? Köster. Ja, Sie sind der Inspektor. So spät haben Sie eingekauft? Ja. Fast hätte die Milchfrau schon zugehabt. Im Haus von meiner Schwester ist einbrochen worden. Woher wissen Sie denn das? Ich hab das Licht gesehen. Seit einer Woche war der Einbrecher jeden Tag drin. Jede Nacht. Ja, warum haben Sie das nicht angezeigt? Ist es mein Haus? Ja, aber es hat doch nichts gefehlt. Das sagen Sie. Es wird schon was gefehlt haben. Bloß die Polizei hat's nicht bemerkt. So? Hm? Was hat Ihnen gefehlt? Ich meine halt der Schmuck. Aber da hätte er doch nicht mehrere Nächte hintereinander einzubrechen brauchen. Doch. Wenn er nämlich nicht sofort findet. Ja. Wo war denn der versteckt?
wo ihn die Polizei auch nicht finden würde. In einer Schneiderpuppe. Innen drin. Woher wissen Sie denn das? Ich weiß es nicht, aber ich vermute es. Ich habe doch 25 Jahre in dem Haus mit meiner Schwester zusammen gelebt. Na, damals, wie wir noch geredet haben miteinander. Und da hat sie immer ihre Liebesbriefe innen in die Schneiderpuppe von meiner Mutter selig hinein versteckt. Innen drin. Ja. Na, ich habe ja nie Liebesbriefe verstecken müssen. Was meinen Sie, wer der Einbrecher war? Er will niemand verdächtigen. Nein? Auch nicht, wenn er Felix Rumbuchner heißt? Da würde ich eine Ausnahme machen. Dem trauen Sie das zu? Ich will über niemanden was Schlechtes sagen, aber ich habe ihn ausgeschmissen. Wer Geld leihen wollte, schon vor 6 Jahren. Und die Schwester, also die tote Schwester hier? Ja, die hat ihn nicht hinausgeworfen. Aber kommen dürfen hat er immer nur, wenn es finster war, weil sie sich geniert hat, weil er immer so abgerissen ausgeschaut hat. Ja, jetzt ist er drin. Haben Sie Ihre Leute aufgestellt? Ja, heute kriegen wir ihn. Oh. Dass ich nicht lach. Kommen Sie mit, aber schnell, sonst kriegen Sie ihn nie. Kennen Sie das ehemalige Kino in der Tizianstraße? Nein. Ja, da müssen wir hin. Bitte, nehmen Sie meinen Milchhandel, dann kann ich schneller laufen. Ich mir's nicht gedacht hätte. Da drunter war im Krieg der Luftschutzkeller für die Häuser, die keinen eigenen Luftschutzkeller gehabt haben. Durch die Tür muss er rauskommen. Wie kommt er denn daher? Ja, haben Sie nicht gemerkt, dass wir fast im Kreis herumgegangen sind? Ja. Das Schüttelhaus ist doch direkt da dahinter. Und? Ja, mei, wenn die Polizei immer so arbeitet. Am Hinterausgang ist doch eine Falltür. Und da geht eine Stiege hinunter direkt in den Luftschutzkeller. Ist doch damals extra gemacht worden. Ja, woher weiß denn das der Neffe? Natürlich weiß er's. Er war doch alle Ferien da. Das hat doch das Herz, Poppy, von der seligen Schwester.